Hi, ich bin Enrico von Outdoor BW. Wenn du wissen willst, in was für einem Urwald ich mich gerade befinde, bleib dran. Ja, und auch wenn es so ein bisschen aussieht wie ein Dschungel oder Urwald, ich bin immer noch in meinem schönen Baden-Württemberg, und zwar am Oberrhein. Denn hier gibt es die Rheinauen. Das sind abgeschnittene Altrheinarme, die bei der Rheinbegradigung und beim Ausbaggern für größere Schiffe praktisch einfach abgetrennt wurden. Und hieraus hat sich eine wunderbare Auenlandschaft entwickelt. Ich glaube sogar die größte in ganz Baden-Württemberg. Die bekannteste wird wahrscheinlich das Taubergießen sein. Es ist aber noch viel, viel größer. Und ich werde eine kleine Wanderung unternehmen, oder was heißt eine kleinere? Eigentlich schon eine größere. Das sind so circa 25 Kilometer. Und dann habe ich auch noch mein Packraft dabei. Denn in diesen Rheinauen gibt es eine Strecke, die man befahren darf. Und ich habe schon seit Jahren vor, das Ganze mal zu befahren. Das Ganze ist auch nicht wirklich weit weg von mir, von dem her auf geht's. Die Rheinauen, die liegen ungefähr zwischen der Stadt Offenburg und Freiburg im Breisgau. Vielleicht kennt auch der eine oder andere den Europapark Rust, der ist nämlich gleich hier um die Ecke. Also so ungefähr, damit ihr wisst, wo ich bin. Ja, wenn ich nicht ganz falsch gelaufen bin, dann sollte jetzt vor mir gleich der Rhein auftauchen. An dem werde ich ein paar Meter entlang laufen. Dann habe ich praktisch links Deutschland und rechts Frankreich. So, ja, da kommt der Rhein. Ja, gut. Ja, ich bin jetzt schon ganz gut warm gelaufen, aber es ist erst so ein kleiner, milder Wind. Der tut ganz gut, sodass man nicht wirklich fest in den Schützen kommt. Und außerdem habe ich nebenher hier die ganze Zeit an der Seite wilde Brombeersträucher. Und so kann ich mir die ganze Zeit ein paar abchecken und unterwegs ein paar essen. So, jetzt mal schauen, wo es für mich weitergeht. Gut. Ich verlasse jetzt das Rheinufer und gehe wieder in den Wald hinein. Dann schauen wir mal, was die Tour noch so bringt. Ich bin richtig froh, dass es endlich mal geklappt hat mit hierher kommen. Wie gesagt, ich hatte das schon richtig lange vor. Aber irgendwie hat es einfach nicht gepasst.
Ich habe jetzt einen Weg gefunden, der führt direkt an einem dieser Altrheinarme vorbei. Das ist echt traumhaft hier. Genial. Also die Luft hier drin, die tut richtig gut, die ist richtig frisch und man hat auch keine nervigen Stadtgeräusche. Das einzige sind die Vögel, die man hört, das Plätschern des Wassers. Sehr schön hier, gefällt mir richtig gut. Okay, da vorne ist eine riesengroße Pfütze. Tja, wie komme ich da jetzt am schlauesten rüber? Ach, guck hier. Hier würde ich jetzt erstmal eine kleine Pause einlegen. So, die Hälfte habe ich jetzt ungefähr von meiner Wandertour. Ich werde jetzt erstmal eine kleine Pause einlegen, etwas essen, ein bisschen trinken, die Natur genießen und dann geht's weiter. So, weiter geht's. Gleich hinter mir um die Ecke ist eine der beliebtesten Einstiegsstellen, wenn man selber mit dem Boot durch die Rheinauen fahren möchte oder eine geführte Bootstour machen möchte. Ich möchte allerdings eine große Tour unternehmen und deswegen geht es für mich noch viel, viel weiter. Vor mir habe ich jetzt den Leopoldskanal. Der trennt das Naturschutzgebiet Taubergießen. Das ist der rechte Wald
und das Naturschutzgebiet Wiel-Weißweil. Das ist links. Das sind beides Rheinauen. Wie gesagt, die sind eben durch diesen Kanal getrennt. Und da ich ja die große Bootstour machen möchte, muss ich jetzt mal schauen, wo die Brücke ist, um über den Kanal zu kommen und in das nächste Waldstück zu kommen. Und da vorne ist, glaube ich, die Brücke, wo es dann auch rüber geht. Ich bin richtig froh, dass ich jetzt endlich mal hierher gefahren bin, denn die Rheinauen zeigen sich als wunderschöne Wald- und Wiesenlandschaft. Es ist einfach wirklich schön hier. Und auch überall hat man so ein Gewässernetzwerk aus den Altrheinarmen oder irgendwelchen Quellgewässern. Richtig schön. Nicht zu vergessen, unzählige Tiere. Das Einzige, was im Moment nicht so schön ist, das ist mein Rucksack, denn der kommt jetzt schon ordentlich an sein Komfortlimit. Gut, er ist nicht gemacht, um viel zu tragen, aber ja, man merkt jetzt schon, dass ordentlich Gewicht da ist. Ich habe das Packraft, das ganze Klimbim, was ich dazu brauche, Schlafausrüstung. Dann habe ich natürlich ordentlich Wasser eingepackt, denn auch wenn ich nachher genügend Quellen oder irgendwas um mich herum habe. Die werden zum Teil mit Grundwasser aus dem Rhein gespeist und der ist ja auch nicht wirklich sauber. Dann sind ringsrum natürlich genügend Felder. Also ja, ich gehe lieber auf Nummer sicher und habe mein Wasser dabei, aber dafür habe ich natürlich einen schweren Rucksack. Essen habe ich natürlich auch ein bisschen dabei. Es geht, aber viel mehr dürfte nicht mehr dabei sein. So, für mich gibt es jetzt hier in diesem schattigen Plätzchen nochmal eine kleine Pause. Und zwischendurch mal einen Keks. Pause vorbei, weiter geht's. Also der Wald sieht im Moment richtig stark aus. Alles mit Lianen zugewachsen, Efeu. Das sieht richtig urig aus. Ich weiß gar nicht, ob das auf der Kamera so zu erkennen ist, aber gefällt mir. Wunderbar. So langsam verlasse ich jetzt wieder die Rheinauen, denn ich muss aus dem Naturschutzgebiet raus. Dann werde ich mir irgendwo ein nettes Waldstück suchen, dort mein Lager aufschlagen und ja, dann melde ich mich nachher wieder, wenn ich was Gutes gefunden habe. Jo, mein Lager habe ich soweit fertig. Einfach ein Biwaksack, Schlafsack rein, Isomatte fertig. Mein Essen wartet darauf, gleich gegessen zu werden. Dauert noch 2-3 Minütchen, dann müsste es fertig sein. Und dann werde ich auch relativ rasch hier in den Biwaksack rein.
denn es kommen einen Haufen Mücken raus und ich habe keine Lust, bis morgen total verstochen zu sein. Alles in allem war es heute ein echt schöner Tag. Also die Rheinauen, die Wanderung dadurch, wunderbar, richtig schön da drin. Ich bin jetzt außerhalb des Naturschutzgebiets, habe so ein kleines Wäldchen gefunden. Und wie gesagt, ich werde mich jetzt gleich hinlegen, in Ruhe essen und einfach den Tag noch mal ein bisschen Revue passieren lassen. Und dann geht es morgen in alter Frische wieder weiter zur eigentlichen Packraft-Tour.